Pakistan, September 2012. Eine Textilfabrik brennt. 260 Menschen sterben. Sie hatten Jeans genäht. Vor allem für den deutschen Discounter Kick. 4 Jahre später, 2016, passiert etwas nie Dagewesenes. Die Klage von Brandopfern gegen Kick wird vor einem deutschen Gericht zugelassen. Sie fordern Schmerzensgeld. Wir wissen auch, dass Kick eben nur die Spitze des Eisberges ist. Aber irgendwo musst du anfangen. Immer mehr, immer schneller, immer billiger. Mode ist ein Milliardengeschäft. In den letzten 30 Jahren hat sich der Umsatz in Deutschland verdoppelt. Während die Kunden Schnäppchen jagen, bezahlen andere dafür mit ihrem Leben. Immer wieder kommt es in Nähfabriken zu Katastrophen. Und immer wieder heißt es danach, so etwas darf nie mehr passieren. Was ist aus den Versprechen geworden? Wo gibt es fair hergestellte Mode zu kaufen? Und was tun deutsche Modehersteller für gute Arbeitsbedingungen in der Kleidungsindustrie? Ein besonderer Vormittag an der Gesamtschule Lünen in Nordrhein-Westfalen. Gäste aus Pakistan sind zu Besuch. Saida Khatun und Abdulaziz. Sie erzählen den Schülern, wie im September 2012 ihr Leben zerstört wurde. 600 Arbeiterinnen und Arbeiter sind in dem Gebäude eingeschlossen. Alle Notausgänge versperrt. Knapp 300 Menschen verbrennen oder ersticken in dem Inferno. Es sind auch unsere Toten, denn die Arbeiter in dieser Fabrik hatten Jeans für den deutschen Discounter Kick genäht. Am Morgen nach dem Feuer haben sie die Leichen geborgen und in ein Krankenhaus gebracht. Mit vielen anderen Leuten begann ich, unter den Toten nach unseren Kindern zu suchen. Dann habe ich meinen toten Sohn gefunden und identifiziert. In der Gegend, in der ich lebe, hat jede Familie einen Menschen verloren. Ich kenne Familien, die trauern um einen, manche sogar um 2, 3 oder 5 Tote. Zum ersten Mal sehen die Schüler Eltern, deren Kinder verbrannt sind, weil sie Kleidung herstellten, die viele in Deutschland tragen. Ein Schock. Wer trägt die Verantwortung? In Berlin unterstützt Rechtsanwalt Wolfgang Karneck die Opfer bei einem juristischen Novum. 4 von ihnen verklagen Kick in Deutschland auf Schmerzensgeld. Das Problem? Die Unglücksfabrik war nur ein Zulieferer von Kick. Das Gericht soll klären, ob Kick trotzdem mitverantwortlich ist für Sicherheitsmängel in der Fabrik. Es ist das erste Mal, dass außereuropäische Betroffene von Menschenrechtsverletzungen ein deutsches Unternehmen auf Schadensersatz verklagen. Und deswegen wird natürlich dieser Fall nicht nur von den Betroffenen in Pakistan und vom Unternehmen Kick, das verklagt ist, mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt, sondern wir wissen auch, dass Kick eben nur die Spitze des Eisberges ist. Aber irgendwo musst du anfangen. Die 260 Toten des Unglücks kann niemand mehr lebendig machen. Den Angehörigen geht es deshalb nicht nur um Schmerzensgeld, sondern darum, ein Zeichen zu setzen.
Die Klage verfolgt zwei Ziele. Das eine ist Einzelfallgerechtigkeit für die Betroffenen des Brandes von 2012. Und das andere ist eine weit darüber hinausgehende Gerechtigkeit für alle, die in dieser Industrie tätig sind. Also es kann nicht sein, dass die in Deutschland Tätigen mehr oder weniger angemessene Löhne bekommen und mehr oder weniger gute Arbeitssicherheit hier herrscht. Und während in Pakistan und in Bangladesch die Menschen sterben, weil die Fabriken zusammenkrachen oder abbrennen. Gisela Burkhardt ist auf dem Weg nach Stuttgart, zur Hauptversammlung des Edelmodeunternehmens Hugo Boss. Mit ihrer Organisation Femnet kritisiert Gisela Burkhardt: Nicht nur bei Lieferanten von Billigmode herrschen schlechte Arbeitsbedingungen, sondern auch bei Produzenten für teure Edelmarken, wie Hugo Boss. Seit Jahren kämpft Gisela Burkhardt für faire Löhne in der Bekleidungsindustrie und das Recht, sich in Gewerkschaften zu organisieren. Hugo Boss ist ein wunderbares Beispiel für ein deutsches Unternehmen, das hochwertig produziert, das sehr teure Ware verkauft und letztendlich aber die Löhne für die Näherinnen genauso niedrig sind wie bei Kick. Ja? Von daher ist nämlich Hugo Boss stellvertretend für die teuren Marken in Deutschland. Gisela Burkhardt hat zwei Aktien von Hugo Boss gekauft. Deshalb darf sie die Hauptversammlung besuchen und hat Rederecht. Sie fordert, den Vorstand nicht zu entlasten, weil er sich stärker für gute Arbeitsbedingungen einsetzen soll bei den Zulieferern des Konzerns im Ausland. Fernsehteams sind bei der Hauptversammlung nicht zugelassen. 5 Stunden später. Gisela Burkhardts Antrag wurde abgelehnt. Aber sie hat dem Hugo Boss Vorstand unbequeme Fragen gestellt. Vor allem nach den niedrigen Löhnen. Die Antworten sind immer sowas von allgemein. Ja, die sind dann für mich nicht so präzise genug. Also die, zum Beispiel, dass sie sich einfach immer ausreden, dass sie nur den Mindestlohn zahlen könnten, was ein Unding ist. Ein Mindestlohn, davon kann man in Bangladesch oder auch in Indien einfach nicht leben. Und das wissen die auch selber, das geben sie sogar zu. Ja? Es wäre spannend zu wissen, was Hugo Boss zu den Vorwürfen sagt. Doch trotz mehrfacher Anfragen will der Konzern kein Interview vor der Kamera geben. Stattdessen schickt der Leiter des sogenannten Nachhaltigkeitsbereichs bei Hugo Boss eine Stellungnahme. Wir weisen nicht von der Hand, dass wir in den gleichen Fabriken fertigen lassen, in denen auch andere Marken fertigen. Bezüglich der Lohnthematik möchte ich betonen, dass wir streng die jeweiligen Mindestlöhne einhalten. Womöglich bringen wir uns für eine Lohnverbesserung ein. Viele Kunden denken, wenn ich mehr für Kleidung bezahle, dann verdienen automatisch auch die Menschen mehr Geld, die diese Kleidung herstellen. Aber stimmt das? Kann man mit besserem Gewissen einkaufen, wenn man edlere Marken kauft? Gisela Burkhardt und Nachforschungen einer niederländischen Stiftung belegen, dass sich am Lohn der Arbeiter wenig ändert. Egal, ob ein T-Shirt 4,95 oder 29 Euro kostet. Mehr als die Hälfte des Preises behalten Einzelhändler und Modefirmen wie Hugo Boss. Je teurer, desto höher ihr Gewinn. An die Fabrikbesitzer und Steuerbehörden im Produktionsland gehen im Schnitt 1,61 Euro sowie 4,62 Euro beim teuren Shirt. Ein weiterer Posten sind Transport und Material. Auch dafür geben teure Marken gerne mehr aus. Aber der Arbeitslohn ist in beiden Fällen minimal. Schlappe 13 und 18 Cent verdient der Mensch, der das T-Shirt näht. Fashion Week Berlin. Gibt es hier auch eine andere Mode? Mit gerechten Löhnen und unter halbwegs sicheren Bedingungen? Auf den Laufstegen wetteifern Designer und Hersteller um die neuesten Trends. Und tatsächlich finden sich auf der Modemesse erste Ansätze des Umdenkens. Ja, das habe ich schon gesehen. Das hat auch die
Michael Michalski war jahrelang Chefdesigner bei Adidas, arbeitete für Tchibo und andere große Firmen. Okay. Soll mal laufen, bitte? Hand in die Taschen, Daumen raus. Dann gründete er sein eigenes Label, macht heute Haute Couture und will eigene Maßstäbe setzen. Für mich als Designer und auch als Unternehmer war eben der richtige Zeitpunkt, vor einem Jahr zu sagen, okay, ich gehe weg von Ready-to-Wear, sondern mache das komplette Gegenteil davon, von dem, was alle machen. Ich werde nicht billiger, sondern meine Sachen werden hochwertiger, weil ich dadurch auch das Wertigkeitsempfinden der Konsumenten für meine Produkte ändern möchte und einfach auch, weil ich nicht bereit bin, in dieser Spirale mich weiter mitzudrehen, weil es ja auch ein Kampf gegen Windmühlen ist. Für sein Label verwendet Michael Michalski ausschließlich Stoffe, von denen er weiß, dass sie unter guten Arbeitsbedingungen fabriziert wurden. Nähen lässt er sich von Schneidermeisterinnen in Berlin. Edle Mode zu hohem Preis. Dafür profitieren bei Michalski alle, die an der Herstellung beteiligt sind. In einer Nebenhalle der Fashion Week ist die Frage, wie Kleider und Hosen hergestellt werden, sogar das Hauptthema. Hier finden der Green Showroom und die Ethical Fashion Show statt. Eine Messe für grüne und ethische Mode. Wer hier ausstellt, muss strenge Kriterien erfüllen. Baumwolle aus fairem Handel, biologisch angebaut oder recycelte Materialien. Auch die Arbeiter in den Fabriken sollen angemessen bezahlt werden. Ins Leben gerufen hat die grüne Modemesse die Designerin Magdalena Schaffrin. Welches Potenzial hat faire Mode? Es wird sehr, sehr gut angenommen. Wir haben 2009 im Adlon mit 16 Ausstellern begonnen und inzwischen sind wir hier bei 168. Darüber sind wir sehr froh und auch ein bisschen stolz, dass wir das geschafft haben. Das zeigt aber auch das Wachstum der Branche. Es gibt eben immer mehr Labels, die sich modisch positionieren, die Kollektionen entwickeln sich weiter und es gibt immer mehr Brands, die sich eben auch in den Bereich vorwagen und eben die Kollektionen entsprechend gestalten. Der Anfang ist gemacht. Es gibt faire und grüne Mode, die gut ist fürs Auge, die Umwelt und das eigene Gewissen. Beginnt nun tatsächlich eine grüne Revolution auf dem Modemarkt? Gibt es faire Mode auch dort, wo die Massen einkaufen? Vergeblich sucht man faire Modemarken bisher in Fußgängerzonen und Einkaufszentren. Wer grün und ethisch shoppen will, muss ins Internet oder Spezialläden aufspüren. In Wolfsburg will ein Modehaus das ändern und fairer Kleidung zum Durchbruch verhelfen. Inhaberin Annette Hempel verkauft große bekannte Modemarken zu mittleren und gehobenen Preisen. Gleichzeitig finden die Kunden in ihrem Geschäft seit ein paar Jahren auch immer mehr Pullis, Shirts und Hosen aus Bio-Baumwolle und fairem Handel. Wie sehr lassen sich die Kunden von diesem Angebot locken? Erkennbar ist die Art der Herstellung an Gütesiegeln, ähnlich wie bei Lebensmitteln. Unabhängige Stellen prüfen, ob die Umwelt geschont bleibt und Kleinbauern und Arbeiter angemessen bezahlt werden. Der Preis für ein faires Bio-T-Shirt liegt mit knapp 30 Euro bei dem, was auch Firmen ohne jedes Gütesiegel verlangen. Grüne Mode kostet also nicht mehr als traditionelle Marken. Greifen die Kunden nun vor allem zu fair hergestellter Kleidung? Die Kunden suchen sich in erster Linie diese Artikel aus, weil sie ihnen gefallen. Und der nachhaltige Aspekt, das ist ein Mehrwert, ne? Das ist ein Zusatznutzen. Und wenn dann der Kunde aufmerksam gemacht wird auf diesen Mehrwert im Gespräch,
dann reagiert er sehr positiv. Wir haben ganz wenige Kunden bisher, die explizit danach fragen. Für die meisten Kunden ist die faire Herstellung also zweitrangig. In erster Linie fragen sie sich, steht mir diese Bluse? Finde ich den Pulli schick genug? In Umfragen behauptet die Hälfte aller Leute, dass sie oft fair und umweltverträglich hergestellte Kleidung kauft. Tatsächlich kommt diese Mode nur auf einen Marktanteil von 2%. Mehr nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass das in der Masse auch ein größeres Thema wird. Das sieht man ja daran, wie betroffen die ganzen Leute immer sind, wenn ein schreckliches Unglück irgendwo passiert, irgendeine Fabrik abbrennt und dann alle sagen, ja, Gottes Willen, das ist ja furchtbar. Leider vergessen die meisten Leute das dann relativ schnell und gehen dann trotzdem zu bestimmten Ketten und kaufen möglichst viel, dass sie in braunen Tüten mit einem türkisfarbenen Aufdruck abtransportieren. Da muss natürlich auch noch ein Umdenken stattfinden. Obwohl erste Designer, Messen und Modehändler in eine neue Richtung gehen, boomen in den Fußgängerzonen die Textildiscounter. Allein die Billigkette Kick hat ihren Umsatz in den letzten 10 Jahren um ein Drittel erhöht. Die Kunden jagen Schnäppchen, trotz aller Katastrophen. Im April 2013 stürzt in Bangladesch das Fabrikgebäude Rana Plaza ein. Ein halbes Jahr nach dem Fabrikbrand in Pakistan. Fast 1200 Menschen sterben. Auch sie hatten Kleidung genäht. Vor allem für europäische Ketten wie Primark, Mango oder Kick. Sind den Kunden die Toten tatsächlich gleichgültig? Die Frage treibt auch Franz Josef Oberbeck um. Er ist katholischer Bischof in Essen und Vorsitzender der Sozialkommission der Deutschen Bischofskonferenz. Er vermutet, der Wunsch, nicht viel Geld auszugeben, ist oftmals stärker als das schlechte Gewissen. Die Kirchen plädieren deshalb dafür, weniger zu kaufen und dafür fair. Leute wissen heute sehr wohl, dass sie faire Kleidung eher kaufen sollen und tun das dann heute. Morgen sehen sie ein billiges Kleidungsstück, was ihnen passt, dann kaufen sie das und übermorgen wollen sie das nächste Schnäppchen haben. Da muss man auf genau dasselbe setzen, was ich immer sage, setzt euch für gerechten Lohn ein, denn ihr wollt ihn zu Hause auch haben. Und deswegen gibt es mehr Freiheit, deswegen gibt es mehr Gerechtigkeit und das dient allen. Das, was uns hier jetzt dient und lange erkämpft werden musste, dieses Recht haben auch die anderen dort. Wie kann unsere Kleidung so produziert werden, dass sie fair und gleichzeitig für die breite Masse erschwinglich ist? Fotoshooting beim Hamburger Otto-Konzern, dem mit Abstand größten Textileinzelhändler in Deutschland. Kleidung ist hier nicht extrem billig, wie bei Primark oder Kick. Aber ein T-Shirt bekommt man schon ab 7 Euro. Eine Jeans ab 30 Euro. Nur, wie wird diese Kleidung produziert? Im Gegensatz zu Hugo Boss ist Otto bereit, uns Einblicke zu geben. 300.000 Pakete versendet der Otto-Konzern jeden Tag. Der Großteil davon sind Textilien. Nach Amazon ist der Konzern der größte Internethändler Deutschlands und einer der 10 größten der Welt. Er behauptet von sich, viel Wert auf gute Arbeitsbedingungen und Umweltschutz zu legen. Auch bei seinen Zulieferern. Ist das bei solchen Massen und günstigen Preisen überhaupt möglich? In der Hamburger Firmenzentrale arbeitet ein ganzes Team daran, die sogenannte Nachhaltigkeit des Konzerns zu verbessern. Maren Bartel und ihre Kollegen wollen dafür die Lieferkette des Konzerns überblicken. Also all diejenigen, die Otto mit Teilen für die Kleidung beliefern. Vom Baumwollpflücker bis zur Näherin. Das Problem ist, dass die textile Lieferkette extrem komplex ist. Die ist wirklich hochgradig komplex. Und es ist für alle, die sich mit Textilien beschäftigen, eine große Herausforderung,
die Transparenz entlang der Lieferkette tatsächlich herzustellen. Es ist extrem wichtig, dass wir wissen, wo das Produkt hergestellt wird und wie, das heißt unter welchen Bedingungen das tatsächlich getan wird. Wer alles an der Herstellung eines Kleidungsstücks beteiligt ist, wissen die meisten Firmen nicht. Und die Kunden erst recht nicht. Über 100 Arbeitsschritte können es sein, angefangen mit der Baumwolle. Aus ihr besteht ein Drittel aller Kleidung. Sie wird gepflanzt, geerntet und zu Garn gesponnen. Daraus wird zunächst der Stoff gewebt, gestrickt oder gewirkt. Doch Baumwolle ist brennbar und empfindlich. Deshalb wird der Stoff mit Chemikalien behandelt, imprägniert, gefärbt und anschließend gewaschen. Je nach Design wird der Stoff bedruckt oder verziert und erst dann zum fertigen Kleidungsstück zusammengenäht, sowie mit Knöpfen und Accessoires versehen. Was den Überblick noch komplizierter macht, all dies passiert an den verschiedensten Orten der Erde. Allein die Baumwolle wächst in 9 verschiedenen Regionen. Zu Garn wird sie in einer von tausenden Spinnereien, die weltweit verstreut liegen. Der Stoff entsteht wiederum in spezialisierten Fabriken und wird oft erneut verschifft, um mit Chemikalien behandelt zu werden. Knöpfe, Reißverschlüsse und Accessoires stammen meist aus Nordamerika, Südeuropa oder Asien. Zusammengenäht wird alles in einer von zehntausenden Nähereien, meist in Billiglohnländern. Erst ganz am Ende können wir das fertige T-Shirt in den Geschäften in Deutschland und Europa kaufen. Wie kann man all diese Schritte kontrollieren? Maren, Bartel und ihr Team versuchen es Schritt für Schritt. Sie haben eine Datenbank angelegt mit all den Firmen, die dem Otto-Konzern zuliefern. Zunächst umfasst die Liste nur die Nähereien. Und schon damit kommen sie auf rund 2600 verschiedene Lieferanten in über 70 Ländern. Darunter 36 Firmen in Bangladesch. Mehrmals im Jahr reist Maren Bartel um die halbe Erde, um die Arbeitsbedingungen vor Ort zu kontrollieren. Erste Station auf dieser Reise? Die Firma Oasis Fashion Limited in der Hauptstadt Dhaka mit 1500 Mitarbeitern. Das Unternehmen arbeitet selbstständig und hat auch andere Auftraggeber als Otto. Wie kann man von solch unabhängigen Firmen bestimmte Arbeitsstandards verlangen? Die Fabrik fertigt für Otto gerade 9000 Strickkleider. Maren Bartel kontrolliert zunächst, ob die Sicherheitsauflagen im Gebäude erfüllt sind. Seit dem Einsturz des Rana Plaza-Gebäudes müssen alle Zulieferer von Otto in Bangladesch in einem Abkommen für Brandschutz und Gebäudesicherheit Mitglied sein. Ein kontrollierbarer Standard. So, hier brauchen wir noch Abdeckungen an den Lampen. Wie wir sehen können, hier sieht es aus wie in einer Badewanne. Die Kabel sind noch offen. Hier sammeln sich auch Flusen. Das heißt, wenn Feuer ausbricht, kann das hier sehr schnell hochgehen. Das muss abgedeckt werden, genau wie hier. Und dann haben wir den Feuerschutz erheblich erhöht auch. Die Fabrik hat aufgrund des Abkommens investiert. 18 Brandschutztüren wurden eingebaut, wo es vorher keine gab. Auch die Fluchtwege für Arbeiter und Näherinnen hat die Firma seit Maren Bartels letzter Kontrolle verbessert. So, und das ist ganz toll. Da freue ich mich, weil vorher waren diese Türen und viele andere in Bangladesch mit Hängeschlössern verschlossen, oben und unten. Und im Falle eines Feuers sind die nicht schnell genug geöffnet worden. Und jetzt drückt man nur einmal kurz drauf
und kam raus im Falle eines Feuers. Toll. Allerdings gibt es Sicherheit nicht zum Nulltarif. Otto schließt deshalb langfristige Verträge mit seinen Lieferanten ab und bezahlt höhere Preise, als es bei Firmen ohne Sicherheitsstandards der Fall wäre. Maren Bartel überprüft auch die Löhne. Den monatlichen Mindestlohn in Bangladesch von umgerechnet 61 Euro erhalten Lehrlinge nur in den ersten 3 Monaten. Danach steigt der Lohn auf bis zu 290 Euro, fast das Fünffache des Mindestlohns. Aber nicht nur das Gehalt ist für die Arbeiter wichtig. Haben die Frauen irgendwelche Veränderungen in den letzten Jahren bemerkt? Ich muss oft lange stehen und arbeite barfuß. Manchmal fühle ich mich deshalb nicht gut. Wenn ich beim Aufseher um einen halben freien Tag bitte, ist das aber kein Problem mehr. Ob Ruhepausen, faire Löhne oder Brandschutz. Bis heute regelt kein Gesetz eindeutig, ob deutsche Modeunternehmen die Arbeitsbedingungen bei ihren Lieferanten kontrollieren müssen. Fast alles geschieht daher freiwillig oder findet eben gar nicht statt. Die Herausforderung, die wir ja auch haben, ist, normalerweise lasten wir ja eine Fabrik nicht alleine aus. Das heißt, wir als Otto Group lassen dort produzieren, aber es sind eben viele andere Unternehmen auch in dieser Fabrik. Und manchmal machen wir nur 5 oder 10% des Umsatzes dort aus. Das heißt, wenn dann die anderen, die dort auch produzieren lassen, nicht entsprechend mit an einem Strang ziehen, dann ist man ziemlich auf verlorenem Posten. Außer Otto engagieren sich auch Tchibo, C&A und Adidas für gute Arbeitsbedingungen. Das bestätigen Kritiker. Wie aber alle Unternehmen in die Pflicht nehmen. Bundesentwicklungsminister Gerd Müller reist nach der Rana Plaza-Katastrophe ebenfalls nach Bangladesch, wo mehr als 4 Millionen Menschen Kleidung auch für deutsche Kunden nähen. Minister Müller setzt auf Selbstverpflichtung der Firmen. Er will möglichst viele in einem Bündnis zusammenbringen. Freiwillig. Weil strengere Gesetze zuletzt in der Regierung scheiterten. Es gibt viele, viele Wertschöpfungsketten, wo wir einfach gedankenlos in Deutschland, in Europa nach Geiz ist geil, billig ist dumm einkaufen und überhaupt nicht betrachten, dass am Anfang dieser Ketten Menschen leben müssen von dem, was wir ihnen zugestehen. Und ich als Entwicklungsminister muss sagen, wenn wir diese Art zu produzieren, zu konsumieren, zum Modell globalen Wirtschaftens machen, dann fahren wir den Planeten an die Wand, ökologisch und sozial. Im Herbst 2014 gründet der Minister das Bündnis für nachhaltige Textilien. Auch Gisela Burkhardt ist Mitglied, sowie Gewerkschaften, Hilfsorganisationen und kirchliche Gruppen. Nach ersten Zögern sind es inzwischen mehr als 180 Mitglieder. Derzeit beratschlagen sie das Vorgehen. Wer kontrolliert, ob die Firmen die vereinbarten Ziele einhalten? Welche Strafen drohen, wenn sie es nicht tun? Mit dabei Unternehmen, die stark in der Kritik stehen, wie Hugo Boss und die Billigketten Kick und Primark. Das macht misstrauisch. Wird das Textilbündnis zum Blendwerk? Braucht es zusätzlich doch klare gesetzliche Vorschriften? Die Bundesrepublik Deutschland ist als Staat gefragt, dafür zu sorgen, dass man einmal weiß, was überhaupt, welche Unternehmen in welcher Weise im Ausland aktiv sind, dass man den Unternehmen Berichtspflichten auferlegt, dass da Transparenz geschaffen wird und dann, dass natürlich der deutsche Staat kontrolliert, dass deutsche Akteure, sprich deutsche Unternehmen, keine Menschenrechtsverletzungen im Ausland begehen oder an ihnen in irgendeiner Weise beteiligt sind. Kann man den weltweiten Bekleidungsmarkt nicht von vornherein ganz anders gestalten? So dass alle Beteiligten zu ihrem Recht kommen? Auch diejenigen am Beginn der Lieferkette? In Uganda in Zentralafrika arbeitet eine deutsche Initiative an fairer Kleidung für die Massen. Vom Baumwollfeld bis zum Kleiderbügel. Jeder Arbeitsschritt auf dem Weg zum T-Shirt soll für Modefirmen und ihre Kunden nachvollziehbar sein. In der Region Kasese, 5 Stunden von Ugandas Hauptstadt entfernt, leben Kleinbauern seit Jahrzehnten vom Baumwollanbau.
In den letzten Jahren hat sich ihr Leben verbessert. Zum ersten Mal profitieren sie direkt vom Modemarkt in Europa. Im Dorf Kinyamaseke treffen sich 20 Bauern und ihre Familien, um sich gemeinsam schulen zu lassen. Von Tawanda-Mutter Nhori, der zur Hälfte von der lokalen Baumwollfabrik bezahlt wird und zur Hälfte von der deutschen Stiftung Aid by Trade. Passen Sie gut auf, wenn wir das Aussäen jetzt zeigen. Ich möchte, dass jeder Bauer es auf seinem eigenen Feld nachher genauso macht. Mit einfachen Maßnahmen können sie traditionelle Techniken verbessern. Sie lernen, wie man den Boden länger feucht hält. Und dass Baumwollpflanzen besser wachsen, wenn man sie in einem Abstand von je einer Fußlänge aussät. Erstmals können westliche Firmen genau wissen, wo und wie die Baumwolle für ihre Kleidung angebaut wird. Statt teure chemische Düngemittel zu verwenden, stellen die Bauern mehr eigenen Kompost her. Das schont nicht nur den Boden, sondern vor allem den eigenen Geldbeutel. Und sie beginnen, statt möglichst vieler, nur wenige Samenkörner zu pflanzen. Weniger bringt mehr. Was auch neu ist, Schutzkleidung für die Arbeit mit giftigen Pflanzenschutzmitteln. Lange haben die Bauern unterschätzt, wie gefährlich die sein können. Für sie selbst, ihre Kinder und das Grundwasser. Die Bauern sprühen erst dann, wenn biologische Mittel nicht mehr ausreichen. So verwenden sie weniger Gifte als früher, die sie anschließend sicher verstauen. Für die Bauern ist das eine gute Entwicklung. Sie sind wirklich froh über unsere Schulungen. Früher fiel ihre Ernte geringer aus. Jeder arbeitete allein vor sich hin. Heute tauschen sich die Bauern sehr stark aus, darüber, wie sie Baumwolle anbauen und ihr Leben führen. Sie helfen sich gegenseitig und lernen voneinander. Ins Leben gerufen hat die Schulungen die Aid by Trade Stiftung in Hamburg. Sie will mit gezielter Nachfrage nach Kleidung aus afrikanischer Baumwolle die Bauern dort unterstützen. Der Name ihres Programms? Cotton Made in Africa. Baumwolle aus Afrika. Im Beirat der Stiftung sind die Welthungerhilfe, der WWF, Entwicklungshilfeorganisationen sowie die Modehändler Chibo, Rewe und Otto. Ziel der Stiftung? Immer mehr Firmen davon zu überzeugen, dass sie über Nähfabriken und Zwischenhändler gezielt afrikanische Baumwolle beziehen. Afrika gehört zu den größten Exporteuren von Baumwolle. Also es ist ein ganz wichtiger Markt und liefert eben qualitativ gute Baumwolle für den Weltmarkt. Die Arbeit mit diesem Rohstoff ist also unmittelbar armutsrelevant oder kann unmittelbar dazu beitragen, Lebensbedingungen nachhaltig zu verbessern. Und zwar eben nicht durch Spenden. Nicht durch Charity, sondern durch Handel. Also wir sind eine Art Makler zwischen den Baumwollbauern, die diesen Rohstoff erzeugen, und den Unternehmen hier in Europa und auf der Welt, im Weltmarkt, die diese Baumwolle auch abnehmen. In Uganda haben die Schulungen der Bauern erst vor 2 Jahren begonnen. Doch schon jetzt machen mehr als 7.000 Kleinbauern in der Region Kasese mit. Sie alle liefern mehr Baumwolle in der Fabrik ab als früher. Zudem in besserer Qualität. Im Schnitt ist ihre Ernte fast auf das Doppelte gestiegen. Und damit auch ihr Einkommen. In der Entkörnungsfabrik werden die Baumwollfasern von den Samenkörnern gelöst. Seit hier immer mehr Baumwolle ankommt, beschäftigt die Fabrik auch mehr Arbeiter. Um am Cotton Made in Africa Programm teilnehmen zu können, muss die Firma bei Kontrollen durch unabhängige Dritte einiges nachweisen. Eine faire Bezahlung. Keine Kinder und keine Zwangsarbeit. Sie muss Gewerkschaften zulassen und die Gesundheit ihrer Arbeiter schützen. All dies ist keine Selbstverständlichkeit in der weltweiten Baumwollproduktion. We couldn't have done that.
Wir hätten das nicht geschafft ohne das Programm Cotton Made in Africa. Die Stiftung hat viele Anforderungen an uns gestellt, uns auf Fehler hingewiesen und dabei geholfen, die Arbeitsbedingungen in der Fabrik zu verbessern. Und seit wir das umsetzen, legen sich unsere Arbeiter richtig ins Zeug. Man kann sehen, wie motiviert sie sind. Für die Frauen im Dorf Tuambaneko reichte das Geld früher meist nicht mal für das Nötigste. Heute treffen sie sich einmal die Woche in Gruppen, um ihr Erspartes zu verwalten. Seit auch sie sich im Baumwollanbau schulen lassen, verdienen sie erstmals so viel, dass etwas übrig bleibt. Dadurch können sie etwas tun, was vorher undenkbar war. Gemeinsame Ausgaben planen. Ob Medikamente, Schulgeld oder die Miete eines Traktors. Es sind meist die Frauen, die wissen, was in ihren Familien und im Dorf gebraucht wird. Zum ersten Mal haben sie auch die Chance, etwas für sich selbst zu tun. Wer es kann, bringt den anderen nun Lesen und Schreiben bei. Sie sind stolz auf das, was sie erreicht haben. Früher hatten wir hier ein schlimmes Leben, weil wir immer so wenig Baumwolle geerntet haben. Aber seit den Schulungen haben wir uns wirklich verbessert. Wir ernten nun viel mehr. Wir können sogar Geld sparen. Wir sind sicher, damit schütteln wir die Armut ab. Wir geben ihr keine Chance mehr. Wir kämpfen die Armut nieder. Im Dorf Nyarimangara hat vor 2 Monaten eine Grundschule mit Kindergarten eröffnet. Bezahlt von den Ersparnissen der Baumwollbauern im Dorf. Can you read for us? Speak louder. Fish. Giraffe. Giraffe. 200 Kinder lernen hier lesen, schreiben und rechnen. Möglich ist all dies dank eines scheinbar simplen Produkts. Baumwolle aus Afrika. Mein ganz konkreter Wunsch wäre es, wenn Unternehmen zu uns kämen und sagen, alle meine Kunden sprechen mich auf dieses Produkt an und ich glaube, ich muss es jetzt unbedingt haben und ich würde es gerne von euch bekommen und werde mich auch committen, das für eine Weile einzusetzen und für lange Zeit tatsächlich dann auch mitzubegleiten. Das wäre definitiv mein Wunsch für die Zukunft, für unsere Initiative. Von dem Programm der Stiftung profitieren nicht nur Bauern und Fabrikarbeiter, sondern auch die Modefirmen in Europa, Asien oder Amerika, die ihnen die Baumwolle abkaufen. Denn normalerweise wissen die Firmen nicht, wo die Baumwolle in ihren T-Shirts herkommt. Ihre Spur verliert sich auf dem Weltmarkt. Hier ist das anders. Jeder Baumwollballen wird markiert. Sein weiterer Weg in der Lieferkette kann nachverfolgt werden. Damit das klappt, werden die Modehersteller dabei unterstützt, ihre Baumwolle gezielt von einer der vielen Spinnereien zu beziehen, die am Programm Cotton Made in Africa teilnehmen. So lässt sich die Baumwollkette kontrollieren und funktioniert bis zum T-Shirt. Es gibt einfach einen enormen Handlungsdruck und wir leben hier in einem der reichsten Länder der Welt. Wir sind ein nicht unmaßgeblicher wirtschaftlicher Akteur in einem der reichsten Länder der Welt und daraus ergibt sich Verantwortung. Wer faire Kleidung verkaufen will, muss die gesamte Kette im Auge behalten. Von den Näherinnen in Bangladesch bis zu den Baumwollfeldern und den Arbeitern in den Fabriken. Mit Tüchern schützen sie ihre Gesichter und Lungen vor den feinen Baumwollfasern.
Außer Otto beziehen hier knapp 30 weitere Firmen die Baumwolle für einen Teil ihrer Ware. Darunter Tchibo, S. Oliver und die Supermarktkette Rewe. Aber auf Dauer kann das Programm nur funktionieren, wenn es noch mehr Firmen werden. Wer seine Textilien mit dem Label Baumwolle aus Afrika auszeichnen will, zahlt als Unternehmen für jedes Kleidungsstück 2 bis 10 Cent an die Stiftung für Schulungen und Kontrollen. Bisher profitieren so wie in Uganda Baumwollbauern in 11 afrikanischen Ländern von Cotton Made in Africa. 650.000 sind es insgesamt. Aber warum machen nicht noch mehr Firmen mit? Können sie bei ihren Kunden nicht mit Baumwolle aus Afrika punkten? Wer bei Otto, Rewe oder Tchibo einkauft, erfährt wenig über das Programm. Die Firmen werben nicht mit ihrem Engagement. Denn beim Shoppen interessieren die Kunden andere Dinge. Modisch und günstig soll es sein. Die Herstellung ist nicht so wichtig. Also die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist die, alle Kunden wollen sich nachhaltig verhalten. Alle Menschen wollen sich nachhaltig verhalten. Nur am Point of Sale, wenn der Kaufimpuls sozusagen zum Kauf wird, dann stehen andere Interessen im Vordergrund. Dann sind andere Themen handlungsrelevant. Und deswegen kommt das Thema Nachhaltigkeit dann in dem Moment leider meistens unter die Räder. Und das müssen wir einfach mit bedenken. Wir lügen uns in die eigene Tasche, wenn wir so tun, als würden wir daran kurzfristig Maßgebliches ändern können. Es gibt faire Kleidung. Genauso schick und nicht teurer als normale Mode. Die Kunden könnten sie mit ihrem Kauf zum großen neuen Trend machen. Stattdessen lassen sie die Menschen im Stich, die ihre Hoffnung in sie setzen. Ich habe heute in der Schule gesagt, dass ich eine solche Tragödie wie der Fabrikbrand in Pakistan nie wiederholen darf. Die junge Generation kann uns bei diesem Anliegen helfen. Solange nicht mehr Kunden faire Kleidung kaufen, braucht es andere Vorkämpfer. Anwälte, die Unternehmen juristisch zur Verantwortung ziehen. Und Designer, die aussteigen aus dem billigen Massenmarkt. Nötig sind Händler, die auf faire Mode aufmerksam machen. Und kirchliche Gruppen, deren Mitglieder zu Aktivisten werden. Faire Kleidung braucht Kritiker, die Konzernen auf die Finger schauen. Und Politiker, die Unternehmen drängen, ihre Produktionsweise umzustellen. Vor allem aber müssen mehr Unternehmen schon jetzt auf die Arbeitsbedingungen bei ihren Zulieferern in aller Welt achten. Nur dann kann in Zukunft immer mehr Kleidung unter menschenwürdigen Bedingungen produziert werden. Eine Zukunft, in der Mode nicht nur schön anzusehen ist, sondern auch denen zugute kommt, die sie für uns herstellen.